geht also gerade nach vorne, gerade aus dem Körper heraus. Ellbogen bleibt tief. Die Hüfte und der Körper drehen sich dabei mit ein. Die transportieren das Gewicht nach vorne. Und der Fuß, der drückt das Gewicht nach vorne und dreht sich auch. Er gibt uns mehr Distanz und natürlich auch mehr Gewicht und damit mehr Schlagkraft für den Schlag. Den geraden Schlag können wir mit der Faust oder auch mit den Handbeinen, also mit der offenen Hand, anwenden. Wenn wir mit der offenen Hand arbeiten, dann schlagen wir mit den Handbeinen, also der untere Teil der Hand. Die Hand bleibt offen. Ihr solltet dabei alle Finger zusammen machen, damit kein Finger irgendwie aus Versehen hängen bleibt. Finger zusammen, schlag mit den Handbeinen. Wenn wir mit der Faust arbeiten, drehen wir alle Finger zusammen. Der Daumen geht dann unten dran, unter die Knöchel im Endeffekt. Und wir treffen mit diesen beiden Knöcheln, also die Knöchel des Zeige- und Mittelfingers. Die Faust wird dabei natürlich gelassen, die dreht sich automatisch ein bisschen ein, wenn wir den Körper hindrehen. Wenn wir zwei Schläge nacheinander schlagen, dann führen wir die Hände aneinander vorbei. Die eine Hand schlägt, Arm wird wieder zurückgeführt, die andere bewegt sich in dem Moment wieder nach vorne. Mit der Faust genau das Gleiche. Und ihr merkt, dadurch bleibt ja kein stabiles Ziel. Ihr bewegt euch, der Kopf ist nicht an einem Punkt fixiert. Yeah!